Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OneX TV. Heute nicht Musik, nicht Kunst, sondern Sport. Und zwar ein sehr junger Sportler und sein Begleiter, das ist gerade sein Vater. Ob es sein Coach ist, werden wir gerade herausfinden. Herzlich willkommen im Studio, Ralf Lüdi und Leandro Lüdi. Hallo zusammen. Hallo. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und bevor wir hier richtig fangen, zu reden über einen Motorsport und was genau für einen Motorsport, würde ich sagen, kannst du dir schnell vorstellen, Rolf, und vielleicht alle anderen auch gerade. Also ich bin der Rolf Lüdi, ich bin der Papi von Leandro. Mein Job ist Mechen im Prinzip, ich bin der Coach ein bisschen, Manager und das Wichtigste ist natürlich der Fahrer, der Junior. Und der Fahrer? Ich bin Leandro Lüdi und ich bin 13. Ja. Ja, wir fahren wir jetzt im Talk, gell? Würden wir gerade bei dir anfangen. Leandro, was machst du für eine Sportart? Wir haben jetzt hier zwar ein paar Indizien, aber du kannst natürlich selber erzählen. Ja, also ich mache Motocross. Es ist ähnlich wie Supermotor oder Strassenmotor, das, was man kennt. Mhm. Und einfach mit Erdboden und mit Sprüngen und so Sachen. Wann hast du angefangen mit dem Sport? Mit 5,5 habe ich angefangen. 5,5? Dann hast als du aber erste Rennen hatte ich mit 7. Mit 7? Dann hast du aber einen sehr guten Coach und Sponsor aus Papi. Ja. Wie ist das für dich, Rolf, ihn zu begleiten an die Rennen? Wie war das für dich überhaupt, sich entscheiden, ihn zu unterstützen in diesem Sport, Rolf? Ja, so war, dass ich früher Motocross gefahren bin. Und das ist irgendwie ein bisschen, habe ich es umgehen, weil ich weiss, es ist ein teurer Sport, es braucht viel Aufwand, finanziell und auch zeitmässig. Dann hat er mal Tennis gespielt, das war ein guter Tennisspieler. Das Mama war Fußballtraining bei Biberist, der hat er auch mitgeschootet. Aber am Schluss hat er einfach, wenn er mal Dörf gehört hat und so, und das Pokerbike hatte, das erste Mal, dann ist es passiert. Wie haben die Kameraden reagiert? Ich nehme an, du gehst in die Schule und die Kameraden wissen, du machst den Sport, kommen sie aber mit? Oder hat es auch jemanden, der den Sport in der Schule? Nein, also unsere Klasse ist nicht so eine sportliche Klasse. Und ja, sie kennen mich halt schon, seit ich angefangen habe. Und das ist für sie ja normal eigentlich. Und ja, am Anfang waren auch viele Leute überrascht, dass ich das angefangen habe. Rolf, wie läuft eigentlich so eine Sportwoche oder ein Sportwochenende von Leandro jetzt für deine Vorbereitung? Ihr habt ja einen Camper, wo dir auswärts geht. Wie fängt die Vorbereitung an? Am Montagabend oder am Sonntagabend fängt schon der Stress an, oder wenn? Also meistens kommen wir am Sonntagabend heim vom Rennen, dann am Montag fängt es an, Dörf waschen. Letzte Woche hat es ein bisschen dreckig zum Teil, nasse Piste gewesen. Dörf waschen, alles vorbereiten. Am Donnerstag musste ich den Kolben wechseln, weil ja, der Kolben war nachher. Dann wieder Dörf vorbereiten, dann gehen wir einmal trainieren auf Niederbipp, wenn es geht in der Woche. Und dann am Freitag zu oben fahren wir ab das nächste Rennen, also am Freitag sind wir wieder weg. Was erwartet euch? Ausland oder wo? Das ist, Wochenende ist ein schöner Murtensee, man sieht es schön auf dem See, aber das ist Junior, das sind eigentlich Kids, die dort fahren. Und dann hat es noch die Oldtimer, also die ganz, ganz alten Dörfer auch und die alten Herren natürlich auch. Es ist eine gute Mischung zwischen Jung und Alten. Da sieht man, wo, wie es vor 20 Jahren war, wie Technik heute ist, also das sind Welten und das ist eine spezielle Mischung noch. Bevor wir weiter talken, Leandro, würde ich sagen, einen kurzen Einblick, wie du fährst. Und zurück wieder im Studio mit dem Leandro, mit dem Ralf Lüthi. Leandro, jetzt eine Vorbereitung für so ein Rennen. Kannst du uns oder auch den Jungen draussen erzählen, wie du trainieren, Ernährung dich vorbereiten? Hast du auch daheim, oder hat der Papi daheim auch etwas vorbereitet oder eine kleine Halle, wo du trainieren kannst? Fangen wir mal an von der Ernährung. Wie tust du dich ernähren für einen Sport? Tust du gar nicht schauen in deinem Alter oder sagt der Papi, wie du musst? Also nein, eigentlich nicht. Mami macht das meistens. Und nach einem Wochenende sollte man meistens viel Kohlenhydrate essen. Und vor dem Rennen Puhydrat, oder was ist das? Ja. Also Aufbaumittel im Prinzip. Und auch, ja. Und ja, das ist eigentlich alles. Und
ich freue mich halt, jedes Wochenende wieder auf den Dörf zu gehen. Mhm. Ja. Und die Vorbereitungen jetzt körperlich, hast du ein kleines Fitnessstudio daheim? Ja, wir haben so ein Muskel-Dings, wo man sagt, aber ich brauche das nicht so oft. Meistens mache ich das mit Klimmzug und Liegestützen und das Zeug halt einfach. Und welchen Muskel beansprucht es am meisten, so Motocross fahren? Ich meine, viel schauen und man hört ja, es belastet auch den Rücken, so viel wie ich weiß. Wo spürst du am meisten, Leandro? In den Armen. In den Armen. Eben, dann musst du natürlich auch die Arme sehr stark trainieren. Hey. Wie tust du die Ausdauer trainieren? Gehst du auch ein bisschen joggen? Ja, wenn das Wetter schlecht ist, habe ich daheim eine Laufbahn. Und sonst haben wir gerade links, also aus dem Dorf aus, und dann haben wir den See. Und dann gehe ich dort eine Runde in den See säckeln. Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, man kann natürlich nicht alle Tage auf den TÜV gehen. Wie könnt ihr euch organisieren, das so zu trainieren? Ich meine, im Winter, wie tut man im Winter Motocross trainieren? Gibt es spezielle Hallen auf? Also Winter ist bei uns, wir haben Halle in Deutschland, Villingen, Schwenningen, aber das ist sehr eng und eigentlich sehr kalt auch. Drinnen ist fast kälter als draußen. Darum bevorzugen wir diesen Winter so, dass wir wie nach New York Sardinien waren eine Woche. Und im Februar der Sportferien war ich Skifahren, dann sind wir halt wieder Motocross fahren, dann sind wir in Spanien eine Woche. Mit einem Coach dort, mit einem Deutschen. Ja. Also, wie gesagt, das sind weite Wege. Der Winter ist wirklich hier, Training, 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 die neue Dörfer einstellen. Und unter der Saison ist nachher einfach hier niederbippen und der Baum noch eins in der Woche nochmal so verdörf. Kurze Sequenzen. Aber es ist fast jedes Wochenende das Rennen. Und das ist das Training eigentlich wirklich nur eine Basis, Kondition und das Level zu behalten, das man sich im Winter antrainiert hat. Ist er jetzt auch in dem Level, wo er so Sprünge macht von 2-3 Metern? Ja, es ist bald 20 Meter. Also das ist schon jetzt mit einem 85er, muss ich sagen, das ist ein rechter Gump. Natürlich auch mehr Federweg. Der Dörf ist viel, viel mehr Dörf. Vorher waren es so kleinere Dörfer, sagen wir jetzt einmal. Und das war ein rechter Sprung. Und jetzt die erste Saison 85, muss ich sagen, bin sehr überrascht, eigentlich, wie das von dem 65 auf den 85, der nicht einmal runter mögen hat mit den Füßen am Anfang, wie das jetzt während der Saison eigentlich schon recht vorwärts gegangen ist. Wie kann man jetzt einsteigen, wenn jetzt ein Zuschauer schaut und denkt, so, ich habe einen Bub, der möchte das auch gerne machen, passt mir der Leandro, ist ein taffer Bursch. Ich möchte auch, dass er so wird. Wie kann er anfangen? Mit 50 Kubik darf Leandro schon angefangen? Nein, mit dem Pocketbike habe ich angefangen. Aha, und der ganze nachher, das erste Rennen ist nachher mit 50 Kubik. Genau. Und der Mut, oder hast du nie Angst gehabt, nein, Pocket ist noch gegangen und jetzt mit der grösseren Maschine, wenn ich höher in die Luft muss, oder geschwindigkeitsmässig ein bisschen schneller, das hat er keinen Respekt gemacht oder Angst? Angst nicht, Respekt hat man schon immer ein bisschen. Und am ersten Rennen, das weiss ich noch, nach dem zweiten Lauf wollte ich nicht mehr fahren, weil ich so Angst hatte vor den Schnellen. Und ja, mit der Zeit habe ich mich nachher daran gewöhnt und jetzt bin ich auch einer von den Schnellen geworden. Und ja, manchmal so denkt man schon, jetzt muss ich ein bisschen weniger Gas geben und so, weil ja, jetzt habe ich nicht so viel Kraft mehr. Und, ja, aber sonst ist eigentlich, eigentlich keine Angst. Wirklich. Einfach nie aufgeben, gell, Leandro? Ja. Nie aufgeben. Wie geht man um mit Stürzen, Ralf? Du bist sicher in das Rennen dabei und du hast das ein bisschen mitverfolgen. Ja, bei mir geht es so, wie ich selber gefahren bin. Ich sehe, ob Stürze gehören dazu im Sport. Ja. Ja. Und bis jetzt muss ich sagen, ich bin sehr froh, halt so lange. Ich habe nie etwas gebrochen gehabt, außer beim Skifahren mit 3-Jährigen hat das Bein gebrochen. Aber sonst beim TÜV hat es noch nie einen Unfall gehabt, wo er irgendetwas gebrochen hat oder kaputt war. Die Mutter hat da schon mehr mit Biber und so. Aber wie gesagt, ich weiss, wie es ist, drauf auf dem TÜV. Man sieht da schon ein bisschen, wenn wirklich ein schlimmer Sturz ist, denke ich schon, oh, einer ist Belgisch, hat eine Hirnerschütterung gehabt. Das war ein bisschen heftig. Dort hat er schon ein bisschen lang dran gecatcht, bis der Kopf wieder, also der Respekt da war. Aber zum Glück, wie gesagt, nie etwas Ernsthaftes in dieser Hinsicht. Aber das gehört natürlich dazu, zu diesem Sport. Und mit dem sollte man umgehen können, wenn man das natürlich lang machen will. Jetzt haben wir es erwähnt, lang machen. Was hast du so für Zukunftspläne, Leandro? Keine Ahnung. So, zum Beispiel wie die Red Bull-Veranstaltungen, wo sie über die Schanze springen. Man könnte sich das vorstellen mit Looping. Nein, ich aber nicht. Also ich möchte schon mit dem Motocross fahren. Das erste Ziel, das ich habe, möchte ich mal zu Amerika Supercross fahren. Und, ja, das ist eigentlich. Und WM halt. Aber sonst habe ich eigentlich kein richtiges Mega-Ziel. Ja. Leandro, ab wann kann man eigentlich eine WM mitmachen? Oder eine Europameisterschaft oder sogar Schweizer Meisterschaft? Also Schweizer Meisterschaft, WM, Europameisterschaft kannst du dann mitmachen, wenn du willst. Aber ob du nachher mitfährst, das ist nach die andere Frage noch. Hervorragend.
Ich würde jetzt langsam sagen, wir haben ja euch besucht draussen und schauen uns das ein bisschen genauer an, vor allem ein Rennen mitbegleitet. Wollen wir loslegen und die Bilder zeigen? Ja, sicher. Leandro, ja. Danke vielmals, dass ihr noch einmal ins Studio gekommen seid. Dir auch, Ralf. Es war ein kurzer Kut. Dafür gibt es jetzt einen schnellen Kut für uns, liebe Zuschauer. Ich hoffe, euch gefällt das. Viel Spass. Leandro, jetzt hast du gerade das Training hinter dir. Bist du erschöpft? Ein bisschen. Aber freust du dich jetzt am 1:30 hat circa etwas Rennen anfangen? Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, aber ich freue mich darauf. Ja, gute Vorbereitungen sind natürlich das A und so. Was machst du jetzt, wenn du weißt, das Wochenende ist ein Rennen oder ein heftiges Training, wo du richtig an die Zeck musst, du sportlich betätigen? Nein, eigentlich die ganze Woche gehe ich ein bisschen joggen, auch wenn es nicht so ein besonderes Wochenende ist oder so. Ich habe gesehen, deine Eltern lassen dich natürlich nie alleine an so einem Rennen. Es ist richtig familiär. Mami ist da, Papi ist da, die haben auch das Haustier noch mitgenommen. Eigentlich fühlst du dich wieder heim. Ja, es ist so jetzt daheim. Was ist so deine Zukunft? Wenn man dich jetzt fragen würde, Leandro, könntest du dir vorstellen, wenn du so 30, 40 bist, noch Motocross fahren? Ich weiß es nicht, ich kann da keine Antwort drauf geben. Willst du einfach dich mal konzentrieren, das, was heute ist, oder einfach in Zukunft, jetzt, in der nächsten Zeit? Ja, einfach jetzt, was jetzt ist, und nachher schauen wir weiter. Jetzt kommen wir mal auf den Sport, ein bisschen näher auf den Sport Motocross. Wie lange fährst du schon? Das ist jetzt 7. Jahr, also es ist dann fertig, nach diesem Wochenende. Ist 7. Jahr fertig? Ja. Also ja, die Motocross-Saison. Es hat noch ein Rennen, aber wir gehen morgen nach Spanien. Und, ja. Leandro, was hat dich eigentlich dazu gebracht, Motocross zu fahren? Ich meine, jeder Mal vielleicht den Wunsch, Go-Kart, die kleinen Minibike, glaube ich, heissen sie, und. Aber du hast es ja jetzt schon, also machst es ja schon lange, 7 Jahre, das ist eine lange Zeit. Hat dich der Papi, also hat der Papi auch schon Motocross gefahren, oder wie ist das dazu gekommen? Ja, der Papi war auch ein Hauptprofi, vor 20 Jahren. Und einmal, als ich 3, 4 war, sind wir einmal ins Rennen schauen und seitdem wollte ich einfach fahren. Dann habe ich einmal so ein Pocketbike bekommen und seitdem habe ich auch fahren. Ja. Am ersten Rennen bin ich schon, hatte ich Angst gehabt, irgendwie von den Schnellen und so. Und ja, jetzt bin ich einer von den Schnelleren. Wie hast du das überwunden? Man sieht ja in gewissen Schnittbildern, die wir gemacht haben, wie sie richtig über die Schanze fliegen. Hat er das am Anfang nicht ein bisschen Respekt gemacht? Ich meine, man kann es noch leicht sagen, ja, das sind Motocross-Fahrer, die sind sich das gewöhnt. Aber irgendwie ist ja gleich immer eine Gefahr da, oder nicht? Ja, also ich habe nie Angst vor Sprüngen. Ich habe noch nie einen Unfall gemacht bei den Sprüngen. Gott sei Dank. Ja, genau. Und das habe ich einfach im Blut. Der Papa war auch gut gewesen, so im Sprüngen und so. Und, ja. Ja, das muss man ein bisschen sein, überzogen und wirklich wissen, dass man das kann. Liebe Zuschauer, ist es nicht herrlich? Das Alter möchte ich noch schnell wissen von dir. Ich bin 13. Ich werde am 4. August 14. Das Problem. Also du hast die absolut besten Voraussetzungen, um ein absoluter Profi zu werden. Also, wenn natürlich jetzt mit 35 würdest du anfangen, wärst du vielleicht schon ein bisschen durch. Ja, mit möglichst früh anfangen. Dann. Ja. Gut, du. Es gibt auch solche, die erst mit 18 angefangen haben und jetzt sind sie schon Weltmeister geworden und so. Also, ja, lass ich würde mich mal freuen, wenn ich dich als Weltmeister interviewen darf. Ja. Leandro, jetzt tun wir hier nicht dich langweilen und Zuschauer daheim. Jetzt reden wir hier mal ein bisschen über deine Maschine. Was ist jetzt das für eine Motocross? Was Kubik? 85er, ja. Und es ist ein KTM. KTM. Wer hat den ausgelesen? Die Papi, du? Also wir haben zusammen geschaut, wir haben schon Suzuki und so, aber Laufen und so, und der hat schon am besten. Und da haben wir zusammen den ausgewählt. Die Papi kann dich sehr gut beraten. Er ist ja früher auch, eben, du hast gesagt, ein Halbprofi, sage ich mal. Und du hörst sicher gut auf ihn, oder? Wenn er dir Tipps gibt. Nicht immer, nein. Leider nicht. Aber ja. Aber dann, meistens sehe ich es dann schon, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich nicht gehört habe oder so.
dann überhaupt mich jemand oder so. Ja, dann bin ich selber schuld einfach. Aber aus dem lernt man. Aus dem lernt man, das ist genau so. Leandro, wer hilft dir Alpen mechanisch, wenn etwas ist? Ist dein Papi immer da oder kommt sogar auch jemand mit? Nein, das macht alles der Papi. Ich mache selten etwas an dem Dörfer. Höchstens wenn ich zum Beispiel das Rädchen wechsle oder so, das weiss ich wie. Aber ja, den Rest macht eigentlich der Papi. Go-Kart und Formel 1, das weiss man, da fährt man in die Boxengasse rein und dann heisst es aber, du, wo stimmt es noch nicht, tut man abstimmen und alles, ist das bei Motogrosso ähnlich? Ich weiss nicht, also ich weiss nicht, wie ich jetzt das so sage, aber wenn du im Training fährst, dann geht man vielleicht an den Rand und dann sagt man, das und das stimmt nicht und dann schaut man es an, was nicht gestimmt hat und dann ja, sieht man es dann, ob es etwas gestimmt hat oder ob es einfach nur das Gefühl war oder so. Hast du auch auf der Strecke, Alben, wenn man jetzt vom Fahrerischen her oder von diesen Fights, die man Alben sieht, hast du irgendeine Nummer, die dich ein bisschen belastet, bedrückt? Ja. 63 eigentlich schon, aber... Darum habe ich gefragt, dich das schon irgendwie gehabt. Wieso denn, der andere? Ja, am letzten Rennen hat er mich darum abgeschossen gehabt und dann hatte ich eben Glück gehabt, dass ich gut reagiert habe und ja. Jetzt fährt uns gerade einer vor daher, aber das ist ja... Du, lass, wir sind hier an einem Motocross-Rennen. Das passt, oder? Genau. Ist jetzt das, was ist das für eine Kubik, die jetzt hier vorbeigefahren ist? Das ist, ich weiß nicht genau, 52 oder 54. Ja. Das wäre jetzt der nächste Traum? Nein, zuerst kommt der 125er nach der 52er nach der 54er. Der 54er ist der stärkste. Es gibt noch einen 500er, aber... Ja, aber ich sehe, du schaffst das. Nur mal ganz noch kurz zu den Schütz. Bist du da absolut geschützt? Du hast hier Scheinbeinschoner, spezielle Stiefel. Fast wie ein Renntöff, hä? Ja, fast. Aber hier oben habe ich nichts einfach. Hier ist frei. Am Oberschenkel. Aber ja, es ist nicht so tragisch. Was ist so die grösste Unfallgefahr? Was man nie hofft? Schlüsselbein. Mhm. Das ist, wenn man einfach immer auf die Schulter geht oder so. Mhm. Und eigentlich ist alles gefahren. Es gibt nicht etwas, wo man schneller bricht als das. Also, ja. Also, das wünscht man sich natürlich nicht, aber man ist ja gut entdeckt und gut geschützt. Ja. Jetzt, Leandro, jetzt würde ich sagen, dein Papi ist jetzt sicher drinnen. Ja. Ein, zwei Worte möchte ich auch noch mit ihm schnell reden. Ja, super. Ralf, jetzt haben wir dich schön. Endlich nicht am Rumsäckeln. Wie ist es bis jetzt gelaufen, Ralf? Ja, bis jetzt ist es gut gelaufen. Das Training hat so einen Nebel gehabt, dann bist du noch nicht da gewesen, haben wir nicht viel gesehen. Und der Quali-Lauf war am Start der erste und ist dann auf dem dritten Platz ins Ziel gekommen. Tipptopp. Leandro hat schön stolz gesagt, er braucht keine Mechaniker. Mein Papi kommt immer, er war schliesslich früher ein Halbprofi. Ja, also Schrauben ist schon mein Ding. Das ist klar, bis jetzt haben wir noch keinen technischen Ausfall gehabt. Einmal hat er den Auspuff an den Top verloren, aber das ist das Einzige, was ich muss, hören muss. Aber sonst war es okay dieses Jahr. Ich habe den Leandro auch gefragt. Es ist richtig familiär. Wir sind unterwegs, Camper. Deine Frau ist übrigens am Kochen, die gehen wir dann noch schnell besuchen. Was ist für dich sehr anspruchsvoll an so einem Renntag oder Rennwochenende? Ja, also ich schon, es fängt meistens an, am Morgen mit der Besichtigung und alles, dass alles klappt, und je nachdem, jetzt sind nicht so viele Fahrer da, wenn nicht 30 Fahrer da sind, wird man schon nervös. Das ist schon anspruchsvoll, darf machen, wenn ich manchmal allein bin, dann koche ich auch noch selber und dann kommt das ganze Programm zusammen mit ihm betreuen und das Zeug alles im Griff haben, ist manchmal schon ein bisschen stressig. Also man säckelt schon viel rum, den ganzen Tag. Reden wir schnell über das Fahren, also über das Rennen, das jetzt gleich losgeht und wir dann schön können filmen können. Wie viele Teilnehmer sind jetzt? Ja, jetzt habe ich gezählt 15 Stück. Das ist am Anfang der Saison meistens 30. Dann am Schluss sind noch die Entscheidung mitfahren vorher, sind natürlich noch dabei. Die hören auf. Heute hat es andere Rennen auch noch, zwei, drei andere Meisterschaften. Und ja, es hat letzte Woche zwei, drei Verletzungen auch noch. Und, ja, darum hat es natürlich das Feld ein bisschen dezimiert jetzt. Du hast erwähnt, Verletzte. Tut da ein Papi auch ein bisschen Sorgen machen, wenn sein Sohn, auch wenn er sehr gut ist, auf der Strecke ein bisschen danach denken und hoffen, hoffentlich ist alles gut gegangen oder geht alles gut. Und wenn es fertig ist, dann denkst du, ist wieder gut gegangen? Nein, es ist schon so. Wie gesagt, wir sind doch alle familiär, wie Zigeuner. Und die letzte Woche auch, das hat mir auch, ist mir ein bisschen nachgegangen. Ich kenne den Papi sehr gut, ich kenne den Jungen auch sehr gut. Der hat in Frankreich schon einen bösen Unfall gehabt, ist jetzt wieder eingestiegen und hat wieder einen Unfall gehabt letzte Woche. Und es hat auch um Leandro zugesetzt. In der zweiten Lauf hat er schon ein bisschen gemerkt, dass der Kopf nicht bei der Sache war. Und, das geht dem noch, das ist ganz klar. Das steckt mir nicht einfach so weg. Aber jetzt, das Wochenende, fährt es wieder von neu an. Und, wir haben Fotos gesehen vom Kleinen, vom Spital, ist alles okay. Gipsbein halt, aber die haben miteinander chatten natürlich auch und untereinander ein bisschen kommunizieren. Und da weiss man nicht mehr, wie es jemandem anderen geht. Gott sei Dank. Ja, aber leider ist fast bei jeder Sportart kann es Verletzungen oder schwerere Unfälle geben. Mit dem muss man halt leider
können leben. Tun wir das Thema Unfall vergessen, gell? Du, jetzt geht es gerade los. Ich habe den Leandro auch gefragt, wie er sich eigentlich vorbereitet. Und ich kann mir vorstellen, dass der Papi sehr viel Input gibt. Auch Gesundheit und jetzt kochen auch die Mutter. Gibt es jetzt ein spezielles Gericht für Leandro vor dem Rennen? Ja, wir schauen einfach, dass wir ein bisschen ausgewogen essen und so, dass ein bisschen Kohlenhydrate reinbiegt jetzt und so, dass ein bisschen mal, weil 40 Stunden plus für Runde ist manchmal lang. Er ist nicht gerade der kräftigste mit 30 Kilo, die er auf die Waage bringt. Er muss schon ein bisschen richtig essen. Aber dann geht es natürlich noch darum, ein bisschen die Linie zu finden, ein bisschen wo durchfahren. Wir sind uns nicht immer einig. Manchmal sage ich, ich gehe raus, dann sage ich, ich gehe rein. Aber das ist normal, das ist okay. Ist das ein bisschen anders als früher, das heutige Motocross? Ich frage die absichtlich so, weil ich meine, die Jungen von heute haben vielleicht andere Technologien bei den TÜV, sind vielleicht anders entwickelt. Merkst du da ein bisschen den Unterschied? Stark? Ja, das ist klar. Also, wir haben zwei, drei alte TÜV, die man sieht. Das ist natürlich ganz anderes Fahrwerk zu dem zumal. Dann war mehr Kraft, mehr Athletik. Heute ist viel technisch und die Jungen die sehen natürlich viel lockerer aus auf den TÜV als wir. Wir haben auch viel später anfangen, mit 18 erst dann zumal. Und das ist schon ein grosser Unterschied. Und der Aufwand, den man heute betreibt, ist noch einiges grösser als früher. Also finanziell vor allem auch. Aber finanziell hast du noch Sponsoren. Wer sind zum Beispiel jetzt Sponsoren, die den anderen so jung schon unterstützen? Ja, also das ist aus dem Kollegenkreis natürlich. Das ist der Gartenbau David von Biberis. Dann der Pneu Bösinger natürlich, wo man Pneu sponsort. Bei der Firma habe ich auch immer angeklopft. Dolb, wo ich schon 20 Jahre arbeite. Und da gibt es ein paar Garagisten, die alle Jahr besuchen mit den einen, zwei neuen. Und das ist klar, das ist immer schwierig, weil Motorsport in der Schweiz nicht unbedingt Nummer 1. Das ist nicht einfach. Natürlich ist der grösste Sponsor. Ralf, du hast noch erwähnt, ihr geht morgen auf Spanien. Also Ferien machen, oder? Ja, das ist immer teils bei uns. Also, wir nehmen meistens TÜV mit, oder? Wenn es nicht so langweilig wird am Strand, dann schauen wir immer, ob eine Piste in der Nähe ist. Und in Spanien und im Winter sind wir meistens aus Italien. Da gibt es so viele Pisten und die sind auch die Infrastruktur mit Pizzerien und allem drum und dran. Also. Aber eigentlich war es schon Ferien. Jetzt war es eine lange Saison mit fast 30 Rennen. Manchmal längt es dann schon. Merkt man den Unterschied Ausland-Schweiz, vor allem auch von der Strecke her? Oder wie sind die Regeln in der Schweiz gegenüber dem Ausland? Ja, da sind wir natürlich schon. In der Schweiz weit hinten drin zum Teil. Wenn man Italien schaut, hat permanente Pisten zum Trainieren. In der Region Mailand, ich sage jetzt mal 20, 25 Pisten. Und eigentlich sind alle viel besser als die, die es in der Schweiz gibt. In der Schweiz gibt es zwei, drei Pisten. Und das ist schon mühsam. Und Rennen, wie gesagt, das ist das Wochenende Rennen und dann ist die ganze Piste wieder weg. Es ist nicht permanent. In Italien natürlich alle permanente Pisten. Und Motorsport mit dem Rossi und allem drum und dran, ist klar, oder? Aber die Schweiz hat auch sehr viel Positives gegeben. Ravi, würde ich sagen, wir gehen doch schnell reinschauen, was deine Frau kocht. Leislig. Gut, schnell in die Pfanne schauen. Das schmeckt schon sehr fein in der Küche. Christiane, was bist du am Vorbereiten? Teigwaren, Salat, Gemüse und Fleisch. Eine richtige gesunde Ernährung. Teigwaren natürlich Kohlenhydrat, dass er Kraft hat. Genau so, ja. Tut die Mami Christiane immer kochen für Leandro? Hoppla, jetzt haben wir doch einen Brech. Ist gut. Tut die Mami immer gut und fleissig kochen für Leandro? Ja, es ist sehr wichtig. Und Leandro ist sowieso einer, der nicht so viel isst. Und da muss ich schon schauen, dass er genug bekommt. Ja. Und wenn er jetzt sagt, aber ich möchte jetzt gleich ein Red Bull und ein bisschen Süßigkeit und einen Bienenstich und einen Berliner, was macht das Mami? Fast alles darf. Ja. Also mit Red Bull bin ich noch nicht so einverstanden, aber ich darf ab und zu einen. Ja. Okay. Wenn wir noch schnell einblenden hier, und zwar hier seht ihr, frische Tomaten. Das ist übrigens ein ganz toller Camper, hier hinten kann man schlafen. Salat, sieht also wirklich lecker aus. Ich glaube, hier hat es noch Fleisch, wenn wir das auch noch schnell einblenden. Also da fehlt wirklich nichts. Nichts, nein. Und das grösste Stück Fleisch ist sowieso für Leandro. Was macht es Mami, wenn Leandro und der Papi auf der Strecke sind? Ich glaube, du bist vielleicht nicht immer gerade an der Strecke. Ich bin immer an der Strecke, aber man sieht mich einfach nicht. Ich bin immer versteckt. Ich gebe ihm zwischendurch auch etwas mit. Und wo ich sehe, ja, da könnte er ein bisschen besser machen, dann mache ich einfach Zeichnungen machen. Und, ja. Du beobachtest natürlich ganz schlau, ob er genug Kohlenhydrate hat von den Kräften her. Und dann weisst du natürlich, nächstes Mal musst du ein bisschen mehr. Ja, genau. Gut, danke vielmals, gell? Und einen guten. Merci. Also, ich werde jetzt euch meine TÜV präsentieren. Oder, ja. Das ist das Gas.
Das ist, wenn man zum Beispiel bei einem Sprung auf eine Lenker geht, dass nicht die Brust oder so verletzt. Für das hat man auch Schützung an. Und das hier ist Kupplung. Und das ist für die Steine oder eben, wenn ein harter Dreck oder so, dass es nicht dort hängen geht. Das tut darum ziemlich weh. Das hier ist der Schalthebel. Der erste Gang ist gegen oben und der Rest ist alles gegen oben. Und der Töff hat genau 60 Gänge. Das sind nicht die originalen Fußrasten. Die sind spitziger als die originalen. Der Wasserkühler, da kühlt der ganze Motor. Und ja, das ist die Gabel. Die Federn vorne. Starthilfe, da sieht man mehr zum Starten. Und das hier ist die Hinterbremse. Das ist der Kickstarter. Dort schaut man den Döff an. Den muss man rausnehmen und dann kann man ihn runterkicken. Rolf, wie bist du zufrieden jetzt mit dem Lauf? Ja, der Start war mittelprächtig. In der ersten Runde kam er gerade auf einen Herdhaufen und ist fast gestürzt, neben der Piste. Er musste 3-4 führen und ist dann gut gefahren, hat sich vorgekämpft. Er war am dritten Platz dran, aber dann die Konditionen ein bisschen nachgelassen. Aber sonst kein Sturz, gut gefahren. Also ich habe es auch verfolgt, aber ich muss sagen, ein Kämpfer ist er. Ja, das ist ein Schlei, ja, das ist ein Kämpfer. Und das ist immer, solange der Dörf läuft, sage ich fahren, fahren. Und, das kommt schon gut. Was tun wir sonst noch ändern am TÜV selber? Ja, es ist ein bisschen kurz übersetzt. Er hat ein paar Mal hochtourig fahren und denke mal, ich mache noch eine andere Übersetzung, dass er nicht so viel schalten muss. Wollen wir Leandro gerade selber fragen? Ja. Okay. So, und da haben wir Leandro. So, und wie ist es gelaufen? Ja, gut eigentlich. Bist du zufrieden? Ja, ich hatte zuerst in der ersten Runde ein bisschen Schwenk gehabt, aber nachher habe ich gut wieder aufgehalten. Ja, ist was ist denn genau passiert? Ja, ich bin über so ein Högerli, wo Erde und nachher habe ich noch das so ein Pfosten gesehen, habe ich noch gar keinen Ausweichen. Ja, ich bin fair, ich fahre fair und dann habe ich die vorne gelassen, die hinter mir waren, weil sonst wäre es unfair gewesen und dann habe ich auch drauf geholt. Und die Strecke zum Fahren ist im Moment sehr gut? Ja, es ist noch anstrengend, aber es ist gut. Ja, die Papi von auch gefragt, noch wegen dem TÜV ändern. Gibt es noch Änderungen, die du möchtest? Von der Kamera sagen? Nein, eigentlich nicht. Ist gerade gut so? Ja. Also, was denkst du jetzt, wie geht es jetzt weiter mit dir mit dem TÜV-Fahren? Jetzt gehen wir noch auf Spanien, ein bisschen trainieren und durch den Winter eine Winterpause und dann nächstes Jahr wieder voller Zeck mit dem grösseren TÜV schon? Nein, mit dem wieder. Also mit immer noch mit dem? Ja. Okay. Und so podiummässig, wir haben dich vorher gesehen, posieren auf dem ersten Platz. Hä, wann sehen wir das? Ja, ich weiß es nicht. Ja. So gleich wie möglich? Ja. Los, wir drücken dir ganz fest die Daumen, geniessen es in Spanien und ich würde sagen, langsam kommen wir am Ende zu und ja, das wäre es mit dir. Ja, also ich könnte auch filmen, aber kannst du fahren, dort wärst du
Ja. Also wie meinst du jetzt das? Könntest du auch für mich und ich fahren? Dass ich darf fahren? Ja. Ja, wie soll er sagen? Du, ich bin auch ein alter Mann. Ich kann nicht einfach fahren, weißt? Ich will auch nicht davon fahren, weißt du, was ich meine? Also, aber wenn du sagst und die Papi mir so zuschaut, gell, ich muss fast. Ja. Probieren wir es doch. Ja. Christiane, Gott sei Dank habe ich feine Teigwaren und so ein feines Gericht von dir. Das hätte ich nicht mögen. Ehrlich? Also ich bin total kaputt. Ich habe so viel Staub gegessen und Benzin. Also Abgas, besser gesagt. Anstrengend ist es, gell? Sehr. Also bin ich noch einmal herzlich willkommen? Ja sicher, komm wieder eins. Ich würde sagen, ich gehe noch schnell mich beim Rolf auch noch verabschieden und beim Leandro und dir wünsche ich in Spanien alles Gute und geniesst es. Dankeschön, gleichfalls. So, jetzt gehen wir zum Rolf, wenn ich hier auf Platz nehmen darf. Den Helm stellen wir doch so drauf, wenn das passt. Rolf, deine Meinung? Stilnoten? Talent? Ja, gern. Nein, es kommt gut. Du musst einfach dranbleiben, Jussi. Dranbleiben, trainieren. Du kannst schon wieder auf Spanien trainieren. Kein Problem. Ich muss eben leider arbeiten. Aber sehen Sie, liebe Zuschauer, man muss nur probieren und dann geht das natürlich. Gell, Rolf? Dir auch alles Gute in Spanien. Danke vielmals, gell, dass ihr euch ein bisschen Zeit genommen habt, auch mit uns, mit dem Team, und dass wir euch ein bisschen dürfen verfolgen. Das war ein super Tag, eine lockere Sache und hat Spass gemacht. Merci, Jussi. Danke dir, Rolf. Und jetzt zum Superstar Leandro. Deine Noten wollte ich jetzt aber wissen. Was, meine? Ja, also meine Noten, wie ich gefahren bin. Ja. Von 1 bis 10. Das ist schwierig, hä? Ich habe es schon verstanden. Das lernen wir. Oder sicher? Komm. Du kommst ein 8. Ein 8? Von 8? Gute Anfang. So, Familie Lüdi, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und wir müssen natürlich auch an die Rückfahrt denken. Euch, liebe Zuschauer, da haben wir einen wunderbaren, gemütlichen, nicht lärmigen Abend. Schalten Sie wieder ein. Onyx TV. Woo! Tschüss zusammen.